ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder zu einer ordentlichen Fliegerrunde. Ich gehe heute bombern hier ein bisschen, ja gut, generell, also ich habe mich für den Flieger entschieden, ein bisschen bombern, ein bisschen da. Mir ist aufgefallen, ich habe ganz schön viele Missstände hier, teilweise hat es damit zu tun, hier, das ist die Raketending, aber teilweise hat es bei manchen damit zu tun, dass hier, ihr seht, Feuerlöschsystem reinkommt. Bei dem Mosquito, ja, ist ganz nice, kann ich gebrauchen, obwohl, bringt das was? Nee, ihr wisst, was ich meine, ne? Nee. Weil wenn erstmal das Flugzeug am Brennen ist, aber der Motor am Brennen ist, ja, ich weiß nicht, zu wie viel Prozent man noch die Chance hat, überhaupt dann wegzukommen. Selbst wenn das Feuer gelöscht hat, ne, ist man sehr schnell trotzdem der Gearschte. Bei Bombern ist das was anderes, ne, die Heckgunner und alles, falls die Heckgunner ihren Job erfüllen, das ist die andere Geschichte, ne? Aber prinzipiell gesehen, jo. Gut, dann starten wir einfach mal. Rating 5,7 ist es halt, das ist schon ziemlich hoch. Wir wissen, ab einem gewissen Rating, hier 6,0, geht schon langsam die Anzahl der Spieler aus. Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Also ich bin letzten 6,7 wieder geflogen und habe gemerkt, hallo, wieso komme ich jetzt kaum Runde? Dann hat das 4 Minuten in der Warteschleife gedauert und hab gedacht, jo, in der Zeit hätte ich ein Ei braten können oder so eine Schlose. Na, irgendwas hätte ich in der Zeit machen können. So, ich habe 1000 Pfundbomben, 14 Stück. Mal sehen, ob sie, wow, okay. Mal sehen, ob sie zum Ziel bringen kann. Weil 14 Stück ist schon ordentlich. Aber erstmal zum Ziel bringen, ne? Zum Ziel bringen ist der wichtige Faktor. Ich glaube nämlich nicht, dass ich das schaffe. Boah, werde ich abgeknallt. Dieses Flugzeug ist ja dafür bekannt, dass es ganz schnell brennt und abgeknallt werden kann. Okay, der markiert. Was macht der? Achso, ah, okay, nee, der markiert nicht. Der, oh, das ist noch voll kaputt. Schon. Oh, nein, was machst du da? Nicht runter, hoch. Na gut. Und da burnt er schon. Ich versuche mal runterzuziehen, weil ich sehe die Fokker und denke mir so, naja. Okay, der will nur zu U-288er. Für die würde ich jetzt nicht so einen Steigflug veranstalten. Die hat nur kleine, gering wenige, also nicht gerade die besten Qualitäten an Bomben dabei, ne? Also, aber gut, ja, da, ne, es ist halt ein Flieger, es ist ein Gegner, den muss man abknallen, ne? Ganz einfach. So denken die meisten hier drin. Nicht alle, aber meisten. Ne? Man muss schon so ein bisschen. Meine Empfehlung ist wirklich, ich lerne so ein bisschen die Flugzeuge untereinander, dann kann man das im richtigen Moment abwägen und sagen, ja komm, den greife ich lieber an, oh, der kann mit seiner 20mm mir die Flügel zerfetzen. Und dann, ne, ist man sich dann doch sicherer, was mache ich nicht. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Bomben ich da für die Zone brauche. Okay, dankeschön, das war, naja, hat doch ein bisschen was rausgeholt, der Kerl. Zone weg. Oh oh, da ist noch eine Focke am Steigen. Hilfe! So helft mir doch, so helft mir. Da kommen sie. Irgendeine Focke, ne? Naja, ich sag's doch immer. Es ist immer irgendwo eine Focke unterwegs. Jo. Mein erster Schütze ist tot. Nicht anders zu erwarten. Jo. Geht doch, alles noch in Ordnung. Brennt nur ein bisschen, das ist, ja gut, nicht mehr so machbar. Hat meine Bomben jetzt die Zone noch erwischt? Ich weiß es nicht, doch noch beschädigt. Ah, komplett weg, oder? Ne, das war die hier, ne? Ja, das hat nicht mehr ausgereicht. Oh, ich habe noch einen Gutschein, Leute. Ja, den nutzen wir aber jetzt nicht. Ich gehe mit der Hornet rein. Na, obwohl, die Shackleton wäre auch ganz gut. Oh, wir haben ganz schön viel verloren. Was soll denn die Chose hier? Haben die viele Bomber drin? Nö, Runde ist klein eigentlich. Ja, nur ein Bomber da. Zwei, okay. Unterschätzt mir keiner die Dose, ne? Keiner soll die Dose unterschätzen. Also, ne? Mal dazu. So. Ja, es freut einige vielleicht an Panzerfahrern. Die werden sich am Mittwoch freuen. Ich habe endlich diesen Crocodile-Panzer freigeschaltet. Endlich aus dem Season Pass. Hat ein bisschen gedauert, gebe ich zu. War ein bisschen viel Arbeit. Ja, wenn ich mich ordnungsgemäß an die ganzen Aufträge, die da vorhanden für sind, halten würde. Aber ich zocke halt auch noch andere Games und mache davon Videos. Dementsprechend, ne, ja, ist es halt so eine Sache. Könnte ich einen Kurvenkampf mit der Focker Wolf gewinnen? Mit dem Ding, ja. Aber nicht gegen die, ne, nicht gegen ihn hier. Ich glaube nämlich, das ist eine K14 oder sowas.
Also, jawohl, nee, nee. Ich, ja, kann sein, dass ich jetzt hier hochgestuft worden bin, ne, im Rating. Das kann sein. Ich will mal meine Bomben irgendwo abladen. So. Wunderbar. Ich gehe trotzdem da mit denen rumkuscheln. Was soll's? Also, die Focker könnte ich erledigen. Nur die. Okay, das. So viel dazu. Boah, die haben den Kollegen einfach zerstückelt. Ey. Jetzt gehen die zu zweit da. Ich glaube, das ist ein Team. Ich glaube, die sind in einer Truppe da, oder? Ja, sind sie. Miese Nummer. Jo, ach, das war die G. Das war eine G. Naja, gut. Ja, man vermutet immer das Schlimmste, ihr wisst ja alle. Rechne erst mit dem Schlimmsten, weil wenn es da doch nicht so schlimm ist, dann bist du hinterher froh. Jo, guckt euch das an. Das ist Ironie. Volker Wulff und BF109, ne? Gegen Volker Wulff und der andere war auch eine BF109. Zu knapp, zu knapp, zu knapp. Oh. Ja, der Nachteil an diesem Modell, das lässt sich nicht so richtig, das ist ein Monster, das Teil. Selbst wenn ich jetzt den Speedruder genommen hätte, die Klappen aus reingehauen hätte, ne, es hätte nicht geklappt, nicht einen Millimeter, da ist der Winkel einfach zu scheiße. Ja, aber ihr seht schon, ab welchem Grad es losgeht, wo die Leute immer weniger werden. Hier fehlen schon, die sind nur zweimal reingegangen und das war's, finde ich ein bisschen kacke. Und so gehen halt solche Runden einfach mal ganz schnell zu Boden, ne? Das ist, ja, wir haben gleich verloren. Ist gleich durch. Und ich hasse das. Also, ich gehe so gern fliegen. Es macht so einen Spaß. Aber wenn man höher fliegen will, ist es schon gar nicht mehr spaßig. Dann kommt einfach nur noch sowas zustande. Es ist nicht mehr schön. Ja, vielleicht ändert sich im nächsten Jahr nochmal was. Oder in diesem Jahr vielleicht sogar nochmal was. Es muss doch möglich sein, dass im Arcade deutlich mehr rumgeflogen wird. Ne? Zumindest am Rating 5.0 schon. Also, wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt. Ich kenne Runden von Vergangenheiten. Ja, ich hole mit denen. Komm. Ist eine KI, aber ein kleines Vieh macht drauf, müsste kennt ja den Spruch. Na komm, komm. Meins. Ich will die Kohlen haben. Du brauchst nichts. Spaß. Wer weiß, er meint, braucht was ganz dringend, ne? Das ist ja immer so ein Fall für sich. Da ist eine Dö. Aber wir kriegen, also tickerte, also ja, das kriegen wir nicht mehr gebacken. Außer wenn wir jetzt noch die Zone, die andere Zone und die da hinten, wenn die beiden, drei Stück noch fallen, dann könnte man noch gerade so, aber seht euch das an, das wird immer weniger und jeder Spieler, den die abknallen, also jedes Flugzeug, ja. Nee, nee. Also da müsste schon es anders da laufen. Obwohl, ich schmeiß vielleicht schon zu früh die Flinte ins Korn, ne? Wer weiß das schon. Die Do da hinten, die müsste weg. Ich glaube, der will ablenken. Von der Do. Do geht aber gleich sterben. Jo. Schade, ich bin halt leider drauf gegangen, das kostet Tickets, aber wenn ich mal so überlege, was die Do angerichtet hätte, könnte man das gerade noch so halbwegs verschmerzen, ne? Aber ich glaube, das werden wir jetzt, die Runde werden wir nicht mehr. Ja, das ist durch. Schade. Oh, da war jetzt geile Aufschrift, ne? Überschreitung des Vorgangs oder was? Oder ein kurz nicht auswählen oder ein Fehler ist entstanden? Irgendwas ist da bestimmt wieder rausgekommen. Ach so, wegen das, ja. Ich habe das Falsche angeklickt am Wetteinsetzen. Ich wollte eigentlich einen anderen anklicken, aber dann ist das da. Da habe ich schon gar nicht mehr drüber nachgedacht. Das war wie aus dem FF, Leute. Das ist jetzt nicht so tragisch. Na gut, probieren wir es nochmal. Was soll's? Was soll ich sagen? Da, die Runden gehen immer. Ja, das ist gerade ätzend. Es ist anders, da kann ich das nicht sagen. Die Runden gehen da schnell vorbei in dem Rating. Wie gesagt, ich finde es wirklich schade, dass das in der Karte so stark nachgelassen hat. Ne? So stark. Also hier, wenn wir jetzt mal im Rating 3.3 unterwegs sind, ja gut, da ist die Hölle los. Aber ab dem 5er Grad geht das schon langsam los. Und wehe, man kriegt mal im Rating 6.7 mal eine Schlacht. Also zumindest schnell. Ne? Gut, ein anderer würde jetzt sagen,
bring ein bisschen Geduld rein, du musst halt warten. Ja, aber wir spielen ja hier und wollen halt auch schnell rein. Wir wollen schnell in die Schlacht rein. Und ja, man muss dazu aber auch sagen, auch wenn jetzt viele Leute online sind, die mal viele davon sind in Panzerschlachten oder in Seeschlachten. Ne? Umso mehr Waffengattungen hinzukommen, umso eher wird das mehr aufgesplittet, ne? Ihr wisst, wie ich es meine. Und jetzt kriege ich den Krümel vom Tisch nicht weg. Und somit fallen immer mehr Zahlen, ne? Immer mehr Leute fallen dann auf irgendwas hin raus. Also blöd. Die Aussage war jetzt dämlich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ja, um jetzt diverse Flugzeuge im hohen Rating auszubauen, muss ich sagen, ist es mir jetzt schon vorgekommen, dass ich eher gezwungen war, sie in den Seeschlachten mitzunehmen, ne? Diverse Modellreihen. Gut, Bomber nehme ich jetzt nicht so oft in Seeschlachten mit, weil, naja, ich sag mal so, Schlachtschiffe, nicht alle haben ausreichend Flugabwehr, um dich dann auseinanderzunehmen. Aber ich habe noch keine einzige Runde jetzt erlebt, wo jetzt in der Nähe eines Schlachtschiffs kein Zerstörer war. Und Zerstörer haben natürlich genug Flugabwehr, ne? Zumindest die meisten. Die meisten. Oder also ein schwerer Kreuzer, wo auch viel Flugabwehr drauf ist. Also, ja. Hab noch nicht so eine Runde erlebt. Gibt vielleicht manch einen da von euch draußen, der so eine Runde aber schon erlebt hat. Dann toi toi, Klopf auf Holz, ne? Und Klopf auf Holz. Ja, was ist jetzt hier, hä? Ja, GJ. Mach mal. Mach mal. Tja, das dauert. Jetzt darf wieder der Bart wachsen. Gut, der wächst generell, aber ihr versteht, was ich meine. ich hasse Wartereien. Egal. Ja, zukünftige Pläne für War Thunder, also hier jetzt Videos technisch. Ich will noch mal ein neues Intro machen, ne? Ich hätte ja mal was ausprobiert, aber das kam nicht so gut an bei euch. Was mache ich noch? Gut, ein paar Best-of-Videos werden demnächst noch produziert. Da gucke ich noch so ein bisschen grob, was ich so mache, ne? Pi mal Daumen. Tutorials, ne? Das hatte ich ja schon angekündigt. Es hat sich ein bisschen als schwierig heraus gerade gestellt. Ich nehme mal den hier, weil ich habe versucht, einfach auf Anhieb zu machen und habe dann gemerkt, okay, du musst dir ein paar Punkte aufschreiben, ansonsten haust du voll dagegen. Jetzt haust du voll daneben. Ne? Lecker. Ja, Hallöchen. Bling, 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 macht die Kasse. Ching, ching, ching. Ich weiß nicht mehr, wie das Lied weitergeht. Ich bin ja sowieso einer von, ich weiß nicht wie vielen Leuten, der ganz gerne mal auch Candy Shop singt, ne? Wer kennt das Lied noch? Ja. Oh Mann, ey, die Briten, das ist ein komisches Völkchen, muss ich mal sagen. Da, die Ausbeutung hier, da unten drunter, ne? Das Ding war mal verplant. Es gibt nämlich eine Konzeptzeichnung davon, wo geplant war, dass hier unten witzigerweise auch ein Gunner ist. Ja. Aber aus unerklärlichen Gründen haben die einfach erst wieder zugeschweißt, die Ecke. Das sieht man so schön. Und sich dann gesagt, ach komm, da brauchen wir keinen Gunner. Das geht auch so, ne? Wir überleben das schon. Ja. Hätten sie es mal gemacht. Aber ja gut, ja, was müssen wir da machen? Andererseits, das ist halt die allererste, ist das die MK1 oder ist das die... Ist die MK2. Ich glaube, bei der Nummer 3 von der Shackleton haben sie dann damals da unten dann doch noch sich dafür entschieden, ne, das Ding zu nutzen. Ich werfe jetzt meine ganze Ladung raus, weil, ja, obwohl, die ganze brauche ich nicht. Ich brauche nicht mal die ganze. Ich guck mal, wie viel mehr hier rausschmeißen, ne. Wir gucken mal. Lassen wir mal die Bombenserie fallen. Oh, jetzt habe ich so viele rausgeschmissen, weil ich gerade irritiert war. Das ging so schnell. Na gut, dann ist das so. Oh, da kommt der Fokker. Na, nicht nur da. Mal gucken, ob ich ihn ausweichen kann. Und schnell mal meine Bomben da runterschmettern kann. Oder noch besser, ich gehe direkt aufs Schlachtfeld. Au, nein. Der Gedanke war gut, aber ich habe die Bereitschaft eines KI-84-Piloten unterschätzt.
Dementsprechend, auch wenn es jetzt Verschwendung ist, werfe ich meine Bomben da mitten rein ins Gebiet, ne? So. Jo. Komm schon. Die eine Bombe lässt du mich noch machen. Nehmen wir mal den Speed runter, in der Hoffnung, dass wir vielleicht... Komm schon, geh drauf, Junge. Geh einfach drauf. Lass mich zufrieden. Ja, ja, ich hab's überlebt. Okay. Nein, ich hab's nicht überlebt. Alle stürzen sich auf mich. Yo, noch einen geholt. Ey, mein Gunner ist cool drauf, ey. Ja, das war der gute Earl Crate. 100 Pro, der gute Earl Crate. Obwohl, meine Freundin, die stammt ja aus England, ne? Aber sagt, sie hat eigentlich schottische Wurzeln. Sie hat mir erklärt, in Schottland gibt es ein paar, die ganzen Altschotten, ne? Die tun sich öfters mal was hier in ihren Schwarztee mit reinschmeißen. Also ein bisschen Whisky oder sowas zum frühen Morgen. Wo ich mir so denke, ja, warum denn nicht? Hä? Warum denn nicht? Ich bin auch einer, der mal einmal im Monat oder so gerne mal einen schönen leckeren Jagertee trinkt. Da ist auch Alkohol drin. Der gute Jagertee. Den kann man in Deutschland kaufen. Ohne Probleme. Der ist köstlich. Und der macht wach. Der macht wach. Also, ja, irgendwie macht der schon wach. Und dann wird man auch wieder ein klein bisschen müde. Da muss man ein bisschen mehr Kaffee noch dazu trinken. Dann hat man so ein, ihr versteht was ich meine, so ein gefährliches Gemisch. Aber man ist so zwischen müde und, ne, da muss man aufpassen. Ja, aber dann, ne, ihr wisst was ich meine. So, mal sehen, ach, das sind dieselben Kanalien wie wir eben. Ich sehe nämlich den Typ hier RIP umfliegen. Okay, das sind dieselben von der vorigen Runde. Ich schmeiße jetzt hier trotzdem, obwohl es mehr Bombenqualitätsverschwendung wäre, werfe ich trotzdem meine ganzen Bomben hier jetzt hier auf die verschiedenen Ziele drauf. Wenn ich dann so in die Linie komme, ist die andere Geschichte. Gut. Jo, jo, jo. So. Durchziehen, durchziehen, durchziehen. Mal sehen, wie weit ich komme. Gucken wir mal, was haben wir da? Auch ein Bodenziel. Immer schön weg mit den Dingern. Jetzt haben wir das Problem. Wenn ich jetzt in die Kurve ziehe, was ich nur gleich müsste, haut der mir voll eine rein. Deshalb ziehe ich erstmal. Ja, gut. Ah shit, der Motor brennt nicht, sondern der Tank. Na gut, das war's. Das war's. Gut gemacht, Junge. Hast du gut gemacht. Ja, mit dem Bomber habe ich leider nicht viel kaschen können. Wir packen die Moskitos. Mit der lässt sich ganz gut arbeiten. Vor allem mit der Gegner abballern, ne, ist auch super nice, muss ich mal sagen. Moskito kann ich aber auch für die Seeschlachten sehr empfehlen, Leute. Also, ne, effektiv. Sehr effektiv. Aufgrund der 20 mm und ich habe ja den Munitionsgurt Bodenziele ausgewählt, könnt ihr damit sogar Zerstörern, also bei den meisten Zerstörern, die Türme zerschießen. Ja, es lässt sich machen. Vielleicht nicht front, aber seitlich auf jeden Fall. Ein bisschen so anfliegen und Problem ist halt, na, überlebt das erstmal, weil die Flak schießt auf dich. Außer der Spieler hat das anders da eingestellt und gesagt, nö, die Flak, die schießt nur dann, wenn ich das will. Ne, also wenn ich auf die Flak umwechsle. Allerdings, ja, das ist eher nicht mehr so der Möglichkeit entsprechend vorhanden. Am Anfang hat mir das, sehr oft am Anfang, dass die Leute da einfach noch nicht so richtig Bescheid wussten. Und du wusstest, yo, jetzt komme ich hier durch und einwandfrei und alles picobello. Aber mittlerweile hat sich da ja viel eingestellt. Ne. So, mal gucken, ob ich die P51 mir holen kann. Ja, ich soll das mit dem Zoom mit dem Ding lassen. Jetzt habe ich das Problem, er ist, oh, Kurvenkämpfer als ich. Besserer Kurvenkämpfer als ich. Oh, nicht Head-to-Head ihn ranlassen. Das ist ganz wichtig. So, Speed, Speed, Speed. Und jetzt schnell in die Kurve. Zieh, 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 Baby. Zieh, 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 zieh. Wow, ganz knapp, ganz knapp. Nochmal. Speed aufbauen. Ach scheiße, ich habe keine Bremsklappen mit dem Ding. Hab ich vergessen.
Oh, danke schön. Sehr nett. Viel. Sehr, sehr nett. Ja, vielen herzlichen Dank. Und ich habe wieder zwei Bomben. Ich habe wieder zwei Bomben. Wow, okay. Ja, davor können wir uns nicht mehr freuen. Die zwei Bomben können wir leider nicht mehr verwenden. Kann es sein, dass ich wieder zwei Bomben habe? Wie schnell ist die Nachladezeit gewesen? Ich meine, das Ding. Obwohl, mal kurz. Das müssen wir gerade mal nachgucken. Okay, er hat Erdkampfflugzeug. Ja. Ach, hier ist wieder nicht ausgewählt. Ich hasse das wie die Pest. Das hasse ich ja wie die Pest, wenn das mal so ist. Ja, wenn das System wieder alles umstellt, dabei kostet das System oder müsste es eigentlich nicht viel kosten an Energie. An Speicher, pipapo, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt gehe ich erstmal Pilot wieder abknallen. Also jetzt reicht es mir. Ich bin jetzt ein bisschen, ne, ich will meine Rache, ich will diesen Rip holen. Ja gut, Ripper nennt er sich. Oh, schön. Viele schöne Zahlencode habe ich dazu. So. Der war aber auch. Erstmal gucken. Ist hier ein Bomber drin? Nein. Also, ja gut, bis auf die 84. Der könnte ordentlich was dabei haben. Hat er auch. Da müssen wir den erstmal wegholen. Ansonsten bombt der uns zu viel kaputt. Also ich gehe davon aus, dass der mit seiner Me-264er hier. Dass die hier so ein bisschen was holt. Ja, ein bisschen. Oh, von wegen, wir haben keinen Bomber hier. Ja gut, die Doe, guckt drauf an, welche Doe. Ah ne, das ist ja bei uns. So. Wow. Das Flugverhalten geändert bei dem Ding. Ich hab so das Gefühl, ich fliege hier so eine Eisenbahn. Das war ich nicht. Das war eine lustige Begebenheit. Jet? Wo ist der Jet denn her? Die haben das Flugverhalten von der Spinny hier geändert. Oh shit! Ja, wirklich. Das Ding ist wirklich anders da. Es fühlt sich ganz anders da an. Also da haben sie nochmal dran rumgedeichselt. Finde ich nicht so toll. Ich habe das jetzt gerade beim Fliegen so gespürt. Normalerweise, weil die hat nicht so extreme Trägheit gehabt vorher. Und die hat jetzt richtige üble Trägheit bei sich. Finde ich nicht so lustig. Das Ding hier, seht ihr das? Es geht. Selbst mit dem Klappen kann ich das Ding wunderbar lenken. Aber ja, kein blassen Schimmer, was da abgegangen ist. Ja gut, sie ändern hier ständig was. Ständig. Manchmal in einer Form, wo man sich so denkt, war das damals wirklich so? Ja, das ist immer so die Frage. War das damals wirklich so? Es gibt halt auch nirgendwo richtig direkt, nicht überall eine Aufzeichnung von wegen hier mit der Aerodynamik von dem Flugzeug, wie das sich wirklich gefühlt hat. Ne? Wie das so. Und das hier ist immer noch Arcade. Eigentlich ist es ein bisschen einfacher gestrickt hier. Ich glaube, die sind fast auseinander, kaputt. Ja, da sind immer weniger. Generell muss ich jetzt eins sagen. Das sage ich immer wieder. Und ja, Leute, ich mache selber den Fehler. Head-to-Head vermeiden. Ich weiß, manchmal ist es einfach nicht vermeidbar. Manchmal geht es einfach nicht. Aber generell, wir haben 20 mm dabei, oder? Ja, aber nicht passend für das Ding. Und wir haben schon gewonnen. Wir haben gewonnen. Krieg ich noch einen Kill? Seht ihr, der vermeidet das Head-to-Head. Der will kurz bevor es zu Ende ist, will er noch vermeiden, abgeknallt zu werden. Ah, die Klappen setzen zu spät ein. Viel zu spät. Ja, dieses Spitfire, ihr habt es gesehen, ich bin hier noch kaum richtig viel geflogen. Hier sind noch ein paar Missstände, die ich noch nachleveln muss, noch machen muss, aber was soll ich sagen? Hab viel zu tun. Auch Real Life, ne? Hier ist auch viel Real Life. Gerade so besondere Real Life Aktivitäten, mich einfach wieder mal mit dem Müll runter zu schicken. Die hat auch Beine. Das sage ich oft genug.
Ja, aber dann kommt immer der Wortwahl, finde ich absolut scheiße. Du kannst dich auch bewegen, denn du musst dich bewegen. Ja, schön. Ja, nur weil ich ein bisschen zugenommen habe, Leute. Scheiße. Ja, wunderbar, hat auch geklappt. Yay, Stufe 1 erreicht. Ich zweifle, dass noch eine Stufe 2 drin ist. Zweifle ich stark dran. Das hier, ne, Wetteinsätze, ich habe. Also, wenn ihr das Video gesehen dazu habt, zu den Wetteinsätzen, das hier sollte man auch wirklich versuchen mit Teammate. Man kann es auch ohne Teammate, aber mit einem Teammate, also mit irgendwelchen Freunden zusammen, Clanmitglieder, ist es deutlich effektiver zu machen. Ne? Deutlich effektiver. Dann kriegt man das doch mehr hin. Das nimmt schon ein bisschen, weil das hier ist jetzt zufällig gewesen. Ich bin da allein reingegangen. Ne? Hätte ich jetzt irgendwen noch dazu gehabt oder gesagt, drei weitere Leute, hätten wir das Ganze. Ding im Vorfeld, das vorige, ne, hätte man das noch locker drehen können, die erste Runde. Locker noch. Aber so, ne? Naja. Na gut, dann das war's. Ja, jetzt war es nicht so heavy, nicht so, ne? Ein bisschen so la. Mir sind auch gerade, ja gut, ich habe eine Idee, aber die kann ich erst vielleicht die nächsten Tage oder nächste Woche erst durchführen. Es geht um dieses Ding hier, ne? Ihr seht das ja alle. Ich bin nicht mehr weit entfernt. Es dauert halt noch ein bisschen. Ich muss hier wirklich. Ich habe auch nicht mehr viele Aufträge. Also ein paar sind noch da, wie ihr seht. Aber manche dauern noch Ulti. Ne? Das hier ist dieses Maßnahmesystem. Das hier ist so eine ganz üble Sache mit verschiedenen kleinen Großkalibern. In verschiedenen Ratingbereichen muss ich da arbeiten. Das ist echt ätzend. Und das gilt für die Panzer. Ne? Also nicht für Flugzeuge, sondern für die Panzer. Bei Flugzeuge wäre es so einfach. Aber nein, für die Panzer. Kleines Kaliber, also ja, nicht weniger als 35 mm, weniger als 60 mm. Ja, da kommt schon die Frage auf Höhe und das auf Rang 3. Gibt nicht viele. Gibt einige, aber das ist schon eine Kunst für sich. So, ja gut, Meteorschauer lässt sich noch machen, vielleicht Bomben, Bombe, nur, ja, ist halt wirklich deutlich mehr effektiv in den Seeschlachten, ne? Und mit Raketen will ich jetzt gar nicht anfangen. Sperrfeuer vielleicht. Ja, das ist so eine. Ja. Das ist so eine Pi mal Daumen-Geschichte. Ne? Wir kennen ja alle hier Sperrfeuer, besser gesagt, zerstöre 5 Spielerfahrzeuge mit manuell von Schiffen oder Küstenflotten abgefeuerten Kanonen. Ne? Manuell, also selber. Momentan nicht so das Lack drin gehabt. Feuer und Schwert. Ja, was ist das nur gewesen? Also 25 Runden gewinnen. Ja, Armageddon. Ja, da habe ich jetzt momentan sowieso. Schrecken der Meere habe ich momentan gar nicht so. Ne. Es ist halt, ja. Und heldenhafter Pilot, wir wissen alle, wie schwierig das sein kann. Man kennt, kriegt Runden, die geil sind, aber das 7-mal abschließen ist schon ätzend. Daher, also die meisten Aufträge hier sind wirklich ein bisschen, ja, gut, hätte ich die anderen gemacht, dann wäre ich schneller vorangekommen. Aber was soll ich sagen, ich habe auch noch andere Sachen. Na gut, dann, wie gesagt, das war's. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Viel Spaß noch beim Zocken hier in War Thunder. Und ja gut, das nächste Update, ich tippe mal auf Februar müsste es wieder losgehen. Vielleicht kurz vor März. So, Mitte Februar, kurz vor März müssten sie eigentlich wieder loslegen. Im Januar ist meistens immer so eine, ja, nehmen wir es mal Durststrecke, ne? So eine kleine Pause. Aber wir haben ja schon viel gekriegt, ne? Und mein Weg zur F-16 ist ja auch verdammt gut schon. Na, ihr seht, wie weit ich bin. Also, ja. Leider habe ich einen Fehler gemacht und habe nicht gemerkt, dass bei der Erforschung, das hat umgeschaltet hier drauf, dass ich dann da hier, ja, jetzt erforsche ich das. Aber vorher nicht. Also, nachdem ich die hier freigeschaltet habe, ne? Zack, bumm. Ja, und wenn ich die dann habe, wunderbar, F-16, du bist mein, dann gibt es eine realistische Fliegerschlacht, auf jeden Fall. Genauso wie bei der A10 hier, ne? Die Spätversion. Gut. Dann, wie gesagt, wir hören uns wieder am Mittwoch mit Panzerfahren, mit dem komischen Crocodile-Panzer, ne? Und am Freitag geht es dann Schiffe fahren. Da gucke ich mal, was ich so. Ach so, nee, da nehme ich die Zippo, ne? Dieses kleine Tucker-Schiffchen, das reingekommen ist ins Spiel, also hier mit dem Battle Pass gekommen ist, stimmt. Also könnt ihr euch nochmal auf was freuen, ne? Jo. Also bis dann, Leute. Ciao.